Also ich habe jetzt angeschaltet. So, jetzt kannst du dich anmelden und wir machen wieder die Einladungsorgie. Ne? Naja, anmelden. Ich muss ja erstmal den Stream starten. Kennst du das so? Ich dachte, du meldest dich erst an. Nee, ich habe ja schon, ich war ja schlau. Ich habe ja schon vorher alles eingetippt und muss jetzt nur noch quasi das eine starten. Und dann das andere ausmachen. Dann das andere starten. Aha. Und dann. Ja. Dann muss ich im Prinzip, mache ich hier den Browser zu. Aha. Und dann klicke ich hier auf Anmelden. So, und dann mache ich hier das Bild an und dann haben wir. Oh, jetzt habe ich das Bild ausgemacht. Jetzt haben wir Bild auch. Oh, der ist schon online. Was ist hier? Ja, los? Und da sind wir doch schon. Hör mal, eine Minute habe ich gebraucht. Das ist eine. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord, ne? Das ist ja, also. Ja, also jetzt, wo wir die letzte Folge haben, da habe ich es endlich drauf. Ja. Ja, du übst schon für das andere Spiel danach, ne? Ja, da ist es ja. Ja, bei dem anderen Spiel ist es ja einfach nur noch klicken, weil das ist ja auf Stadia. Ach so. Für dich nicht, aber für mich. Ja, ich hab's ja noch nicht gekauft, deswegen. Ja, der Schick ist mit dem Männerschnupfen tot von der Schippe gesprungen. Ja, ist er. Alles wieder schick. Alles wieder schick. Geht nö, eigentlich nicht so, aber egal. Naja, aber so ein bisschen. Ja. Wir kränkeln vor uns hin, so ja. Maya und ich. Ja, wir, du mit der Lütten und allgemein war ja nicht anders. Ne? Wir haben jetzt auch sicherheitshalber halt Schnelltest gemacht, einfach nur zu gucken, weil wenn dann schon richtig trockener Husten kommt vom Kind und richtig derbe, ja, da ist man dann auch schon hypervorsichtig. Aber na gut, angeschlagen hat nichts. Erstmal toi toi toi, aber... Die Ungewissheit bleibt ja trotzdem, aber es ist schon wieder fast gut. Hustensaft und Co. Warme Milch mit Honig. Viel Pflege, viel Tee. Ja, ich habe auch natürlich einen Corona-Test gemacht. Und zwar habe ich meine Nase an die Windel des Kindes gehalten. Und? Hat funktioniert? Hat angeschlagen. Also ich meine, der Geruch. Also Geruch sind nicht verloren. 70% Wahrscheinlichkeit damit. Ja. Erledigt. So, bist du schon drin? Schönen guten Abend, Frau Grauklinge. Ich stehe auf den Namen. Die Lütanda. Die will wieder doppelt gucken. Einmal linkes Auge und rechtes Auge gleichzeitig. Ich glaube, ich habe eine Rock-Solid-Verbindung. Ja, aber noch bist du nicht hier, ne? Das Bild ist gestochen scharf. Super. Die haben, glaube ich, ihre Server upgraded. Okay. So, hast du denn schon Resident Evil 8 vorbestellt? Nee, ich habe ja nicht mal 7 gespielt. Oh ja, das kannst du dann nachholen. Das kommt ja jetzt am 1. April im Pro-Abo von Stadia. Dann kannst du Resident Evil 7 spielen. Ach ja, ich und spielen, ja. Aber ich muss sagen, also, pass mal auf. Sagen wir es mal so. Bist du schon im Spiel hier? Ich bin doch gerade dabei. Ich möchte doch gerade mit dir reden. Kann ich nicht mit dir reden? Doch, also ich muss sagen, es ist weniger Horror, meiner Meinung nach. Es ist ein tolles, gutes Resident Evil. Weniger Action, wie wir das hatten. Also wir haben ja alle die Koop-Gegner haben wir ja zusammengespielt. Ne? Ja, ja. Weniger Action, ja, aber es ist nicht dieser Terror-Horror, den so die Ersten ausgesprüht haben. Es ist aber ein toller Resident Evil-Teil. Also ich glaube, er wird dir Spaß machen. Na, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und musste leider feststellen. Ach so. Doch nicht. Mein kleines Herzl, das bubbert dann ganz dolle. Okay, na gut. Aber und das hatte ich auch tatsächlich, ist der Sitzung beigetreten. Tatsächlich nur am Anfang. Das hat sich dann irgendwie im Verlauf der Story hat sich das gegeben. Also der Anfang ist aufregender als der Rest des Spiels. Aber ich respektiere natürlich deine Entscheidung. Es gibt bestimmt immer noch Spiele da, die so ein Zwischending da machen. So wie im Mundown gerade. Also ich finde es sehr interessant. Habe ich gestern angespielt, weil da. Also so, das ist jetzt nicht negativ gemeint, weil du ja gestern keine Zeit hattest, sonst hätten wir ja gestern gespielt. Habe ich dann mir gestern Mundown geholt, beziehungsweise dann angespielt und das ist richtig gut. Das wird die letzte Folge Breakpoint sein. Voraussichtlich, ja. Ich nehme schon mal die Mission hier. Ne? Mach die schon mal vorbereitend. 100%. So, weil wir haben noch, oh Gott. Naja, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner zu killen. Ja, dann zack, zack, zack. Einmal, warte mal. Ja, du kannst mir eh noch eingeben, das weißt du doch. Echt? Es geht nur einer. Ja, das haben wir doch beim letzten Mal schon festgestellt.
Ach ja, nee, jetzt guck mal hier, warte mal, wenn ich jetzt so mache, geht das jetzt? Ja, dann habe ich ein Ziel. Immer Und noch das nur ein ist. Ziel. Es geht doch nur einer. Aber Wo ist denn wieso das denn? Ziel? Ich kann doch auch zwei machen. Aber So. ich nicht. Okay. Ich seh das Ziel nicht. Du musst, ich Ich muss mir hab das dir Ziel eins nochmal. gemacht, das ist hier drüben, 3,4 Kilometer in die Richtung. Ah, stimmt. Also du kannst das Motorrad nehmen. Ich habe es extra hier Und du? hochgeholt. Ich laufe zu Fuß. Na gut. Aber was ich mitgekriegt habe, ich bin ja hier schon ein bisschen in der Welt drin, ne? Die Spots, die respawnen immer wieder hier. Ja, klar. Das heißt, wenn ich hier 50 Meter in die andere Richtung laufe und wieder zurückkomme, dann kommen die wieder. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. So. Oh, hier ist ein Moped für dich da unten. Ah, noch super, siehst du. Irgendwie ist mein Inventar voll, mein Rucksack, sagt er. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann das ja nicht. Oh, das ist ein Abgrund hier. Warte mal. Machen wir mal so. Wow. Ich Sind die gehe hier. Gegner? Hier. Ach da. Schütze war Arsch. So. So. Siehste? Im Übrigen, morgen kommt unsere Couch. Ja, herzlich. Ja, super. Ja. Leider für Lola ganz doof. Die darf nicht mehr drauf. Nee, das nicht. Aber unsere Behelfscouch war ja so eine Matratze, so eine ausklappbare Ja. Matratze. Ja. Und da hat sie sich das doch sehr gemütlich drauf gemacht, die Gute. Ja, okay. Und jetzt heute sogar, also meine Frau schwört drauf, dass sie es nicht gemacht hat, hat sich der Hund sogar selber auf die Matratze gelegt und unter die Decke. Nein. Doch. Ja, das machen die. Das Ja, machen die, eigentlich ja. macht unsere das nicht, aber Ja, die ist ja noch jung. scheinbar hat sie. Ups. Scheinbar hat sie es für sich entdeckt, ja. Ja. Und Ja. kriege ich mein Moped wieder? Ja, super. Hui! Oh. Oh, ich wurde entdeckt. Das Blut des Vaters, okay. Also müssen wir uns heute richtig ranhalten, ne? Ja, auf Wenn es die jeden letzte Fall. werden soll hier. Wow. Uiuiui. Das war Also, ein was ist das denn Sprung. hier? Warum? Warum bleibe ich denn hier an so einem Zaun hängen? Na, weil dein Och, Moped zu schwach ist doch ist. Scheibenkleister hier. Dein Moped ist zu schwach. Was ist das hier? Na, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Na, ich fahre mal durch den Bach hier. Ja. Na toll, das ist genau die doofe Dinger, wo ich letztens durchgelaufen bin. Wahnsinn. Oh, oi, 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 oi. Och, Ah, du hier hinten kommt man raus. Scheiße. Och. Nee, das war keine alte Matratze. Ja, was heißt alt? Das war eine Matratze. Eigentlich war es mal eine Gästematratze, Was machst du da hinten? Lütana. Ich bin im Bach lang gefahren. Das So. macht man so manchmal. Oh Gott, hier ist ein Metallzaun. Ein Steinzaun, nicht Metallzaun. So, weil ich bin drumherum. Dumm, dumm, dumm. Was ist denn das hier? Da, di, di, dum, da, da, Seit wann lassen wir uns von Zaun aufhalten? da. Ja, wenn es ein St Oh Gott, hier ist noch so ein Steinding. Ach, noch so ein Steinding. Och komm! Das ist so. Jetzt aber hier, komm. Super. Gleich habe ich dich. Ghost Actual, schicken Sie Infos zu Bukharov. Major Pyotr Bukharov ist der Anführer von Raven's Road. Codename Basilisk. Er ist ein abtrünniger. Huch. Sohn des verstorbenen Vitali Bukharov, dem vermutlichen Drachen Hi, hier was in machst der du denn hier? Ich bin Atmungsmittelreserve. respawned. Ghost Was? Actual, wie war das? Hab ich dich, Ghost. Wer ist da? Der Anführer von Raven's Rock.
Vielleicht hast du davon gehört. Bukharov. Ich habe ein Geschenk für dich, Nomad. Aha. Wenn du schnell genug bist, kannst du vielleicht Unschuldige vor einem grausigen Tod bewahren. Mein Muppet ist weg. Hören Sie mich. Nomad? Sie wurden überlagert. Bukharov war in der Leitung. Ich muss seinem Hinweis nachgehen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich auch. Da unten holen wir den, unten kommen wir dir ein neues holen. Wo müssen wir denn hin? Ach, das ist doch bloß 700 Meter. Willst du die echt laufen? Wieso, der ist doch gleich da drüben. Ja, wenn du das sagst. In der Zwischenzeit bist du 5-mal an den Steinfelsen hier gerade geknallt. Nein. Nur 3-mal. Okay, ich mach hier. Und weg. Ja. Ich sehe das schon, dass du bist viel, viel schneller als ich. Hab ich nicht behauptet. Doch, hast du. Hab ich nicht behauptet. Du hast gesagt, nein, 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 du bleibst 8-mal hängen am Steinschädel. Warst du ja auch. Na toll. Holt euch die Wichser. Wie reden die denn mit uns? Oh, Verstärkung ist angefordert, Chiki. Das war nicht gut, was du da gemacht hast. Gar nichts gemacht. Doch, 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 doch. Wo ist denn der Typ mit der Verstärkung? Was? Du drückst vor? Niemand überlebt uns. Okay. Überlebt. Da hinten ist der, aber ich sehe den nicht. Nee, der ist irgendwo im Haus drin, ne? Ja, vielleicht sollten wir den zuerst killen. Es wäre eine Möglichkeit, ja. Leck mich! Was denn? Nicht so ein Kraftausdrücke hier, ja? Oh, er kommt raus! Gott, okay. Hey! Nein! Oh. Chiki, was tust du? Ja, ich hab die Geiseln gekillt. Ja! Magst jetzt du die Mission neu starten? Ich bin gerade dabei. Da killt ja einfach die Geiseln. Ja, ich dachte, das war gut. So. Hast du? Geronimo! Ey, los, will aus hier. Warum willst du nicht aus? Drück die Tasten. Ja, hab ich schon. Nee. Ich hab gemacht. Nein, oh, ich hab ja gesagt. Ja, siehst du, wie er es macht? Ja, ich hab doch ja gesagt. Ja, zu spät. Ja, wie? Ja, dann mach doch mal. Oh, ich werd grad beschossen hier. Ja, egal. Komm. Ich werd grad beschossen. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Ja, das ist die Natur des Sterbens. Ja. So, jetzt aber. Okay, ich drücke schon wieder, weil siehste. Ich hab ja schon beim ersten Mal gedrückt. Ja, hast du aber zu spät gemacht. Wie kann das denn sein? Ja, indem dein... Was? Ich muss den Knopf drücken, bis zur Reaktion sehr lange gedauert hat. Nein, ich glaube das nicht. Ich höre mich auch schon so ein bisschen verstupft an, ne? Ja, ein bisschen. Du redest ein bisschen nasal. Besser nasal als anal. Das kommt immer auf die Vorlieben an. Puh. Aber so. Ich möchte nicht wissen, wie sich anal anhört. Weiß nicht, gibt es Menschen, die da durchreden können? Weiß ich nicht. Ace Ventura kann's. Was schießt du denn da? Das macht ja einen Krach, ey. Wir wollen reinschleichen. Da oben ist ein Zivilist, ne? Ja. Oh, ich hätte beinahe schon wieder einen Zivilisten gekillt. Mann. Wir müssen hier reinschleichen. Ja, das geht doch nicht. Deaktivieren Sie die erste Bombe. Wo ist die Bombe? Oh, das macht Pling die ganze Zeit. Ja.
enemy sighted. Eieieiei. Ich hoffe, das funktioniert. Komm! Wie komme ich da hoch? Oh. Genau. Ah, hier. Dramatik. Wie kann ich die Bombe deaktivieren? Hingehen, R drücken. Ah, jetzt geht's hacken. Okay, eine Bombe ist tot. Aus. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Du hast mein Geschenk gefunden, Noma. Ein Andenken an meinen Vater. Die Uhr läuft. Schnell, rette die anderen. Ja. Schieß den da schon wieder. Die anderen, ich nicht. Bin diesmal Adelant, unschuldig. Ich versuche hier bloß die Sachen zu deaktivieren. Das ist eine Falle. Ja. Ich habe so eine Angst. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Ich bin okay. Hier voll im Krieg. Kommst ja, du raus? Ich mach die Geiselbefreiung gerade. Halt sie auf. Okay. Halt sie auf. Ich krieg das hin. Du lenkst sie gut ab, das ist super. So, ich hab schon 800 Gegner gekillt. Sehr gut. Ich hab noch 9 Minuten Zeit, warte. Jetzt ist die dritte Geisel. Eine Stunde Zeit, kein Problem. Die dritte Geisel ist befreit, warte. Ich löse das Problem. Ist okay, ich halte sie auf, ja? Halt mir den Rücken frei. Hier war doch gerade eben noch eine Bombe. Ich glaube, ich habe das ganze Bataillon massakriert. Wo ist die Bombe? Hier ist doch noch was rot. Da muss doch hier noch ein Gegner sein. Wo ist denn die verdammte Bombe? Ah, das ist eine Drohne. Hier ist ja gar keine Bombe. Hä? Ey, die Drohne ist der schlimmste Gegner. Chiki, hast du die Bombe gesehen? Warte, ich habe hier ein Problem. Ich habe hier eine Drohne, die nicht zurückschießt. So. Was ist denn los? Hast du überhaupt einen Schuss abgegeben? Ja, zwei mindestens, aber ich suche die Bombe. Oh, ist der laut. Meine Fresse. Boah, das war hardcore. So, ich gehe jetzt mal meine Früchte ernten. Du, wir haben einen Timer, wir haben nur noch 7:43, ne? Nur mal so. Ja, keine Zeit, ich muss hier Kisten öffnen. Hä? Wo muss ich denn jetzt... Da drüben ist ein Ausrufezeichen. Warte mal, was ist hier? Untersuchen. Du musst die Geiseln befragen. Das, was du hättest die ganze Zeit machen sollen, während ich... Nein, ich habe drei Geiseln die Bomben abgenommen. Aber hier sind noch welche. Irgendwie. So. Du kommst. Och, nu. Die reagieren nicht. Sind doof. Wo ist denn hier das Questziel? Hä? Was ist denn mit den hier in dem Haus? Hier. Was ist denn mit dem Haus? Da sind auch noch da zwei. War ich drin, aber da ist keine Bombe drin. Du, wir haben bloß noch 6:48. Du sagst das so vorwurfsvoll. Nee, das sagt der Timer da oben. Der Timer sagt das so vorwurfsvoll. Ich hör's piepen. Ich hab was gehört. Da ist er. Da ist die andere Bombe. Okay. Bitte. Ein Russe hat mich bedroht. Er sagte, wenn ich mich bewege, geht die Bombe hoch. Okay, ich hab die vierte Bombe. Wir brauchen noch eine. Wo sind die Bomben denn? An den Leuten dran? Nee, das sind so Fässer. Und wenn du in der Nähe bist, fängst du an zu piepen. Also so piep. So piep.
Ja, hörst du es Beep, Beep also das machen? Das macht dann Beep, Beep. Ja, Beep. 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 Vielleicht da drin? Ja, was? hier macht's Beep, Beep. Da ist dann irgendwo ein Fass, da sitzt einer auf so einer Art Waage. Okay, warte, das will ich machen. Lass mich das selber machen. Lass mich das machen. Ja, mach doch. Ich mach das mal eben, ich geh mal nach oben. Okay, hier oben ist... Ah, hier wird's lauter. Und da machst du dann hier aus. Hier wird's noch lauter. Hier wird's wieder leiser. Hier wird's lauter. Ah, guck mal hier. Hier sitzt einer. Das ist eine Falle. Genau der. Irgendjemand stirbt. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich hab's nicht gehackt. Hauen Sie ab, schnell. Doch, ist entschärft. Ist super. Passt. So, neues Ziel, das bin ich gerade eben, ne? Komm, nehmen wir den Hubschrauber. Wirklich? Ja, okay, 350 Meter kriegen wir auch mit dem Hubschrauber hin. So. Ist klar. Shigi. Alle Richtung. Ja. Okay, müssen wir hier schon wieder raus? Ja. Okay. Ach ja. Ja, das ist Aussteigen mit Stil. Kuckuck. Ne? Ibims. Ich hatte einen von denen im Blick. Das war er. Ibims the Cheeky. Scheiß Drohne. Es gibt kein Versteck. Boah, ich bin on fire hier, Echt jetzt? Ja, richtig on fire. Und das sagst du laut? Das waren Lukarovs Männer. Ich muss alles absuchen, um die versprochenen Infos zu finden. Boah, nicht schon wieder alles absuchen. Doch, alles absuchen. Ist das ein Puzzlespiel oder was? Ja. Hast du jetzt eigentlich mal Control gespielt? Na klar, ich hab's auch fast durchgespielt. Achso, was heißt denn fast? Na, fast. Zeit. Hast du's off the record gespielt oder ja, was? Ja, also ich hab's angefangen, wir haben's angefuchst, aber es ist einfach zu unperformant, gleichzeitig auf der Karte aufzunehmen. Achso, dann spiel das doch über Magenta Gaming. Dann kannst du es doch streamen quasi und dann hast du es, da kostet es nichts. Wenn du das überlebst. Aber da muss ja von vorne anfangen, ist auch kacke, ne? Bukharov überwacht mich genau. Er muss in der Nähe sein. Ich kann das auf meine Art machen, aber wenn ich gesehen werde, sind die Geiseln tot. Oder aber... Hast du gehört? Oder aber du kannst ja auch streamen, aber du streamst nicht gelistet. Dann hast du den Upload zu YouTube und, ne? Verstehst oder du? Ich spiele mit, um die Geiseln zu schützen und verschaffe. Weil streamen ist ja nicht so aufwendig wie aufnehmen. Du weißt, was wir gerade tun sollen. Wir haben ein Zeitlimit, ne? Ja, entschuldige bitte, dass ich heute mit dir reden möchte. Nein, ich höre ja parallel zu. Nee, ich hab das schon vorhin wahrgenommen, dass du nicht mit mir reden möchtest. Das ist okay. Jetzt bin ich ruhig. So, wir können jetzt entweder zur Festungsanlage und die Zivilisten befreien oder wir greifen an oder so. Wir haben zwei Zielpunkte. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Okay, ja. Jetzt ist er still. Komm. Bombe ist entschärft. So, ich hab eine Bombe entschärft.
auf einer Rampe, die hochgeht, wenn ich mich bewege. Und ich krieg einen Krampf. Die Bombe ist entschärft. Okay, ist entschärft. So. Wo ist die andere Bombe? Da hinten. Entschärfst du die Bombe, oder? Ich weiß ja gar nicht, wo die ist. Na, da, wo der gelbe Hotspot ist. Richtung Osten. Hä? 500 Meter weg? Nee, da, Richtung Osten. So, hier irgendwo ist die andere Bombe. Da oben. Willst du denn schärfen oder soll ich? Piep. Ich geh mal hoch. Piep. 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 Das ist eine Falle. Ich hab so eine Angst. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Da stirbt schon keiner. Außer der Shiki vertippt sich beim Passwort. Hauen Sie ab, schnell. Petschenek. Du hast meine Erwartungen übertroffen, Nomad. Aha. Jetzt müssen wir nur noch gegeneinander antreten. Okay. Herausfinden, wer überlebt. Es ist eine Gefälligkeit. Eine Chance, die mein Vater nie hatte. Du weißt, wo du mich findest. Bringen wir das endlich zu Ende. Okay, 600 Meter. Jetzt bringen wir es zu Ende. Tü. Geh doch. Wer denn? Ich geh doch. Willst du einsteigen oder? Naja, die 5 Meter fahre ich mit, ja. Ah, kann ich nicht schießen. Verdammt. Quer fällt ein, quer durch die Bäume. Geht nicht, das ist ein Berg. Da müssen wir erst einen Weg hochfinden. Ach du Scheiße. Siehst du, da rächt sich das im Spiel, dass man wieder nicht klettern kann. Da geht's hoch. Da. Genau, schön um die Huckel rum. Fein. Ja, das schafft er. Schafft da. Geht doch, ja. Links, genau da. Und darüber, schräg. Nicht da, nicht davor. Oder nee. Ja. Geht. Okay. Wow. Hier ist Action. Ey. Scheiß Drohnen, ey. Hab ich schon mal erzählt, dass die doof sind, die Drohnen? Boah, scheiß Position hier gewesen. Ja, wer ist denn hier hingefahren? Ah, das kriegen wir hin hier. So, der Typ ist schon tot, ja. Der Meisterschütze. Upsala. Okay, ich sammle Aufklärungsdaten. Wir haben ihn. Pyotr Bukharov, Erbe von Raven's Rock, ist tot. Der Wunsch, seinen Vater zu rächen, gut. War sein Verhängnis. Jetzt sind die Russen quasi blind. Ich will ihm nichts tun. Ich brauche Hilfe, diesen Ort zu finden. Ich weiß genau, wo sie hin müssen. Vielen Dank. So, dann wählen wir schon mal die nächste Mission aus, wa? Wir haben ja keine Zeit, deswegen. Ja, wir wollen das ja heute eigentlich auch zu einem Abschluss bringen. Abschuss bringen. So, haben wir einen Helikopter? Nee, wir haben ein Auto. Ja. Dann fahr mal. Ja, ich geh rum. Warte. Mal gucken, ob ich den hier rauskriege, so wie du ihn eingeparkt hast. Auf jeden Fall. Klappt. Roger. Nomad out. Nomad out. So, wenn du einen Hubschrauber siehst auf der Karte, sagst du Bescheid, ja? Okay.
Lass aber Vollgas geben hier. Fall in love with an alien. Ich sehe keinen Hubschrauber. Ja, ich auch nicht. Ich sehe immer noch keinen. Sehr ungünstig ohne Hubschrauber. Ich sehe da hinten nur einen Konvoi. Ja. Macht die Sache nicht besser. Wow. Ich sage ja, die Physik ist klasse. Wollen wir rüber schwimmen? Ja, ne? Da ist ein Boot, theoretisch. Ja, wir fahren mal hier runter zum Strand. Wenn du links fährst, da ist ein Boot. Links? Ja, links. Oder wir schwimmen einfach rüber, ist auch egal. Ist hier ein Boot? Wo ist hier ein Boot? Ja, da ist ein Boot. Wenn du ein Stück weiter noch fährst, da ist ein Boot. Okay. Ich habe da eins gesehen. Ah, okay. Ah, sogar ein schnelles Boot. Jau. Und raus. Hast du geschafft, ja, ne? Okay. Himmel, sagt er. Wer ist Himmel? Verlieben, verloren. Vergessen, verzeihen, oh Gott. Nabend Sven. Na, alles gut bei dir? So. So ein kleiner Absacker mit die zwei und dann schön schlafen gehen. Ja. Ich habe ja gehört, so viele Leute, die erzählt haben, dass sie mit uns ins Bett gehen, das ist schon... Was sagt denn eine Frau dazu? Ja, die ist ja mit dabei, ne? Ach so. So, bist drauf, ja. Guck doch mal hier. Oh, schneller geht gar nicht. Erreichen Sie das Windy Ridge Biwak bei Nacht? Oh, ja, bis wir da sind, ist es Nacht. Ja. Na, guck mal, 7,5, 7,4, 7,3. Ach ja, und sonst so? Außer dem nasalen Problem? Ich freue mich auf unser nächstes Spiel. Ja. Da freue ich mich drauf. Ja, muss ich mir, wie gesagt, noch holen. Ich bin mir bloß noch nicht sicher, wo ich mir das hole. Ja, das ist ja egal. Ja. Weil ich glaube, ist ja Crossplay ist ja überall. Ja, doof ist natürlich, dass es nicht im Game Pass enthalten ist. Sondern nur für die Konsolen. Stimmt. Ist ja nur in den Konsolen-Pass drin, ne? Richtig. Leider, leider, leider. Ja, ansonsten... weiß ich nicht. Resident Evil kommt ja bald. Da freue ich mich drauf. Aber ist ja nicht Koop. Nee, ist leider nicht Koop. Ist nicht Koop, ne? Aber es gibt einen Online-Modus. Den müssen wir dann mal zocken. Aber bei Resident Evil? Wenn du dir holst, aber ja, Resident Evil 8 hat einen Online-Modus. Guck mal, ob hier ein Hubschrauber drauf ist. Ja, es, warte, ich gucke. Es sieht verdächtig danach aus, dass da einer sein muss. Sven, was meinst du denn mit da Himmel? Ist er. Meinst du Himmel, Arsch und Wolkenbruch oder Himmel ist das schön hier? Ey, ich fass es nicht. Wir müssen da rein, Schigi. Wir müssen da rein. Warum denn? Da ist ein Flugzeug drin. Oh, wie? Aber ein Flugzeug können wir doch gar nicht fliegen. Na, scheinbar schon. Das ist ein Objekt, ein Flugzeug. So wie ein Auto. Stimmt, das ist ein Flugzeug. Boah, da müssen wir hin. Ja, ich gehe mal hier lang. Ich folge dir auffällig. Ob sich das auch so gut steuern lässt wie ein Hubschrauber? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist komplizierter. Aber wie kommt man denn hier hoch? Na, wir müssen rumlaufen. Zum Haupteingang. Oh, Sam Fischer, du bist doch hier Sneaky Fischer. Wir sind doch schon da, guck mal. Und übrigens, muss ich jetzt mal erzählen. Ja? Hier, Real Talk und Storytime. In meiner Ex-Firma ist die Hälfte der Belegschaft jetzt mit Corona infiziert, inklusive dem Chef. Na super. Ja. Ja, ja, ja. Na super. Weil keiner auf Abstand geguckt hat.
Ja, man könnte auch sagen, das Hygienekonzept bestand daraus, am Eingang einen Desinfektionsspender hinzustellen. Ja, immerhin war da ein Desinfektionsspender. Das war im Prinzip das Hygienekonzept. Was wollen Sie? Wo ist das Flugzeug? Da. Hier hinten. Boah, kann ich da auch einsteigen? Bestimmt. Ich werde gerade gesehen irgendwo. Yo, mega. So, warte mal. Nicken, Mehrschub, okay. Gib Gas bitte. Wow. Oh, oh, oh nein! Huch! Firefox! Oh, scheiße. Warum denn? Der lebt noch. Der lebt noch. Der fliegt es. Der wird wie Phoenix. Phoenix aus der Asche. Ja, ich weiß nicht warum, aber. Nee, die Steuerung, der hat überhaupt nicht gelenkt, hat er. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, wir nehmen hier den Helikopter. Ja, wir nehmen den Superhelikopter. Hallo? Ich würde gerne einsteigen, bitte, danke. Wo ist er denn? Komm! Ja doch, ich bin doch schon da. Schnell! Black Hawk down! Schießen! Black Hawk down! Black Hawk down! Los! Ich bin drin! Alter Verwalter! Oh! Oh, wir stürzen ab! Nein, wir stürzen ab! Ach nee, wir stürzen ja doch nicht ab! Ich fliege nur unter dem Radar. Ach, unterschwellig. Du fliegst aber richtig, ja? Ja, fliegt da, okay. Man muss ja gucken, ne? Ansonsten hat mich ziemlich angepieselt, dass ich die eine Quest nicht weitermachen kann bei Cyberpunk. Also bei mir bin ich wirklich drüber gestolpert. Das ist ein Cyberpsycho, der ist draußen in den Badlands. Ja. Und der war ohne Quest bei mir. Über den bin ich gestolpert, weil ich nämlich die Leiche oder eine Leiche gefunden habe und einen Chip. Und dann bin ich den ganzen Sachen hinterhergelaufen. Und dann kam es dann, als ich den gesehen habe, war die Quest da. Ja, das Problem ist, ich war ja schon da. Überall irgendwie. Aber nee, du musst das Blut finden. Ja, aber wo ist denn da Blut? Es gibt an einer Stelle. Auf dem Highway. Ist eine Leiche, da nimmst du den Chip mit und da ist eine Kiste. Und dann findest du mit deinem Dings hier, mit deinem Trecker, findest du Blut und folgst der Blutspur durch die Badlands. Ich glaube, bei mir ist das gar nicht gespawnt. Also bei mir ist das, glaube ich, gar nicht. Ich habe da nämlich kein Auto gefunden und sonst nichts. Total komisch. Ja, keine Ahnung. Nee, ist nicht das Pärchen mit dem Motorrad. Tschüss. Ärgert mich halt wegen der Trophäe, ne? Die kommt trotzdem. Außerdem ist Patch 1.2 heute rausgekommen. Nee, der ist heute noch nicht draußen. Doch, auf PC ist schon. Ist doch noch nicht draußen. Das Update, hast du das schon gezogen? Da muss ich nachgucken. Meines Erachtens ist draußen. Die haben gesagt, das sind nur die Patch Notes. Nee, ist draußen. Bin bereit für Oracle. Laber nicht, das Update ist noch nicht aktuell. Aber wir glauben, dass das nur ein Pseudonym ist. Ich schwör. Das ist ein Bodak, Nachrichtendienstexperte. Wechselt öfter die Identität als ich die Windel meiner Mutter. Vermutlich Ex-Betznas. Also kennt er die Infrastruktur. Seine Top-Priorität ist die Umgebung. Nein, steht da. Patch 1.2 verfügbar bei GOG. So, na gut. Aber für Stadia ist noch nicht draußen. Zeit, du so, nein. Ah, für Stadia ist noch nicht draußen. Woher weißt du das denn? Hat die Wolli gesagt. Wolli? Ja. Alles klar. Nomad out. Jetzt mussten wir deswegen zum Biwak, um hier den Funkspruch entgegenzunehmen, oder was? War Wolli. Ja, aber egal, wir müssen da hinten hin. Und warum ist es jetzt so neblig? Das ist schon ein bisschen spooky, oder? Ja. Warum ist das so rot? Und warum liegt denn hier eigentlich Stroh rum? Keine Ahnung. Da ist wohl jemand gestürzt und ist was aus dem Kopf rausgefallen. Schwer.
schwerelos durch den Wald. Oh mein Gott, ist mir jetzt kalt. So. Informationskrieg. Ich werde nicht warm mit 2077, sagt Sven. Ja. Also ich find's gut. Ich find's sehr gut. Sie sind nicht von Sentinel. Wie heißen Sie? Sie sind eine Spezialeinheit, oder? Gott sei Dank. Ich bin Gideon. Hast du es denn mal wieder versucht, oder? Ich weiß, wer Sie sind. Ich werde Sie hier rausbringen. Bereit? Ja, bitte. Bloß weg hier. Na toll. Oder was missfällt dir so an dem Spiel? Oder was? Warum kommst du nicht rein? Ist ja eher die Frage. Ich kann ihn nicht tragen. Soll ich den tragen? Ich kann ihn nicht tragen. Trag den. Wie sieht's aus? Ist kein Problem, ich trage den. Vielleicht hat Sam Fischer keine Trageanimation oder so. Nach dem Ruhestand kam ich hierher. Ich wollte Skells Utopia selbst sehen. Als Sentinel kam, tauchte ich unter. Ich wusste, dass ich interessant für die wäre. Ich habe gearbeitet. Und dann kamen diese Russen. Die haben mich unter Druck gesetzt. Sicherheitsprotokolle, VIP-Fluchtwege, Passwörter. Die wollten alles wissen. Und ich habe aufgegeben. Ich kann nicht schießen, ne? Ich bin ja schon bei, ja. Ah doch, ich kann schießen. Nein. Ich habe viel für mich behalten. Genug, hoffe ich. Ihr Anführer ist ein skrupelloses Arschloch. Aber nicht alle seine Leute sind so engagiert. Ich floh in Richtung Fluss und hab mir dabei eine Kugel eingefangen. Die hatten mich fast, als sie kamen. Okay. Das ist, ja. Ich fühle mich so nackt ohne Gewehr. Ich meine, ich habe ja dich, du machst ja den Weg frei, aber... Ja, ich habe hier extra mein Nachtsichtgerät hier auf. Meine Wärmebildkamera. Nur für dich. Das ist eine Kuh oder ein Schwein oder was auch immer. Also es sieht bisher gut aus. Ja, ich schleiche mich so. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht hinfliege, weil hier wieder so Death Stranding-mäßige Steine überall im Weg. So, hier in die Hütte rein. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin gleich da. Nur einmal um den Baum rum. 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 Hier. Ich komme. Komm rein hier. Ruhen Sie sich aus. Hier ist es sicher. Danke. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie haben genug getan. Na toll. Dieser alte Hund hat noch Biss. Ich suche einen dieser Russen. Vermutlich der Kommandant, der Sie verhört hat. Na toll. Ich habe nicht viel gesehen, aber... Boah, jetzt haben wir aber viele Ziele hier, ne? Wir müssen wieder Kommandanten verhören für das finale Ziel. Ach, ich würde ihn einfach nur gerne erschießen. Zumal die anderen waren richtig einfach, ne? Hin, kill, weg. Und jetzt hier musst du noch irgendwelche Puzzles vorher, ein tausendteiliges Puzzle zusammenlegen. Und aber unter Zeitdruck, ne? Und dann, guck mal, jetzt müssen wir erstmal noch hier komplett übers Wasser. Och, hier ist noch nicht mal ein Schiff. So ein Bötchen wäre super. Na egal. Endboss. Das ist aber kein Endboss jetzt. Oder doch? Nein. Wir kommen erst zum Endboss, wenn wir die Mini-Endbosse weg haben. Ja, wir haben es wirklich schwer, Lytander. Ohne Recyclinganlage. So. Schön im Takt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Links, 2, 3, 4, links. Gleich haben wir es geschafft. 3, 4. Mm-hmm. Ja,
Animation ist auch richtig Premium. Ja? Welche? Sven kann es nicht wirklich sagen, was es ist. Er will es spielen und dann spielt er doch irgendwas anderes. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fehlt dir diese finale Überwindung, einfach trotzdem das Spiel zu spielen. Das habe ich nämlich auch manchmal. Und dann muss ich mich selbst dazu zwingen, dran zu bleiben. Aber dann wird es meistens geil. Welches? Cyber. Ach so, das ist ein gutes Spiel. Also der Sven hat ein Problem mit, also jetzt so ein, irgendwie wird er nicht warm mit Cyberpunk. Also ich kann's, am Anfang kann ich es nachvollziehen, das ist wirklich, es steigert sich. Ich glaube, wenn man nach und nach die Story-Mission und die vielen Nebenstory-Missionen hat, dann geht's richtig vorwärts. Also für mich jedenfalls. Ja, also die Judy-Storyline war super. Hast du sie schon zu Ende? Ja. So richtig zu Ende, ja? Ja, ich hatte Sex mit ihr. Und ich habe den Schlüssel zu ihrer Wohnung bekommen. Hat sie dir auch ihr wichtigstes Geheimnis gezeigt? Wie meinst du das? Dann war es noch nicht zu Ende. Ja, aber was soll denn da jetzt noch für eine Story kommen? Ihr Geheimnis. Hä? Ja. Okay, ich gehe rein. Ich dachte, das ist der Shiki hier, der hier stand. Aber wie soll das denn jetzt getriggert werden? Ich hab ja... sie saß ja dann am Steg und dann hat sie gesagt, wir sehen uns irgendwann oder so. Wo ist das Offiziersbüro? Na, Wovon reden Sie denn? Der Russe, der gern Leute folgt. Also, warst du schon Schwimmer? Oh, ja, ja, klar. Ach so, na, dann meine ich doch ja, das Geheimnis. Sein Büro ist nicht weit. Ich hoffe, sie ja, aber ihn. Du schwimmst ja erst mit ihr und dann legst du sie ja flach. Ich hab ja gesagt, wir haben schon miteinander geschlafen. Vorher. Oder wie? Hä? Vorher. Nein. Später. Firefox? Was denn? Du gehst erst mit ihr tauchen. Ja. Und dann gehst du mit ihr ins Bett. Ja. Nicht vorher. Das heißt, wenn ich dir sage, dass wir beide intim geworden sind, dann habe ich doch diesen Part schon abgeschlossen. Deswegen sage ich ja, die Story war echt super. Ich glaube, ich war zweimal. Echt? Wie geht das? Weiß ich nicht. Ja, ich war mit ihr tauchen. Auf jeden Fall. Oracle sucht nach McCormack. Das war auch eins meiner Highlights. Also grafisch nicht, das sah grafisch wirklich nicht gut aus. Das aber lag aber bestimmt nur an den Dings. Ohne es jetzt schlecht zu machen, aber das lag bestimmt am Stadia selber. Weil das sehr dunkel war, das Ganze. Nee, da gab es irgendwie so Flickerprobleme mit dem Licht. Nee, das hatte ich nicht. Da gab irgendwie so Überlagerungen mit dem Licht, das sah irgendwie nicht so prall aus. Ist hier irgendwas? Nee. Ja, ich hab's jetzt auch verstanden, was er gemeint hatte, aber jetzt komm schon! Was denn? Nicht du, der Typ hier. Boah, ey, kein Bock mehr. Ich geh jetzt. Aber da oben ist doch gar nichts mehr. Wir müssen jetzt zum nächsten Spot. Töten Sie Oracle. Ey, das ist schon das Finale jetzt. Achso. Nee, ich muss erst noch eine Kiste öffnen. Eine ganze? Hol mich gleich hier ab. Na toll. Wie komme ich denn jetzt hier an die Kiste ran? Boah. Ah. Kommst du zu mir, oder? Ich habe hier einen Sniper, irgendwas. Nein! Mach mir... Nein! Mein schönes Auto.
Okay, ich gehe zu Fuß. Der hat mein Auto kaputt gemacht. Okay. Dabei wollte ich jetzt ganz geschmeidig schnell rüberfahren. Aber... Sven sagt, oh, ist das schön, wenn man miteinander redet, will aber nicht spoilern. Ich habe das genau gemerkt, wie er gestockt hat, weil er sich nicht sicher war, ob ich da jetzt schon gespielt habe oder nicht. Weil das ja eigentlich schon ein wichtiger Story- oder sehr spannender Story-Part ist. Richtig, richtig. Wenn man mal einmal so weit ist. Apropos, das ist ein Recyclinghof, ne? Was heißt das? Naja, das sieht hier genauso aus wie hinter dem Staudamm bei Cyberpunk. So viel zum Recyclinghof. Der Schicke kommt mit dem Moped. Ja, ja, weil du ja schon so weit weggerannt bist. Ja, na, ich bin ja auch nur füßlings, ne? Aber wenn du hier lang fährst. Ja, aber mein Moped, das Ding ist, das Moped hat einen Platten. Deswegen. Das ist ja nicht so schlimm. Dauert nur noch ein paar Stunden. So, ich nehme das Auto, ja? Kommst du hier? Ja, ich komme. Ich will auch das Auto nehmen. So, wenn du hier nach links guckst, siehst du in dem Ding haufenweise Müllsäcke. In dem herabgelassenen Wasser. Oh, der bewegt sich. Ja, das sieht tatsächlich genauso aus wie die Müllhalden bei Cyberpunk. Warte mal, der bewegt sich da hinten. Ey, der bewegt sich. Komm, gib Gas. Komm, ja. Mach hinne. Ja, doch. Ja. Also Sven, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich weiß jetzt nicht, wie weit du bist, aber bleib dran. Meiner Meinung nach lohnt sich das schon. Los, raus aus dem Fenster und schießen. Ja, was war das denn jetzt? Mach den platt. Ja, schwierig. Gib Gas. Ja, ich geb doch Gas. Er hat einen Platten! Okay, gut. Oliver ist erledigt. Ohne ihn kannst du nicht mehr alle seine Ziele erwischen. War hart. Ich hänge hier fest. Ich komme hier nicht mehr. Ich bin im Boden. Oh oh. Ich werde sterben. Ich heile dich, rette dich. Ich mach irgendwas. Ich bin tot. Hallo? Ja, ich bin hier. Kommst du oder? Ja, na, ich. Wo bist du? Ja. Ich heile dich durch den Boden durch. Dankeschön, Dankeschön. So, hab dich gerettet. Was tut denn da? Kann ich dich da rausheben? Nee, ne? Ich komm hier nicht. Ich bin im Boden drin! Aber warum? Ich bin hier voll durchgeklebt. Ja, Scheibenkleister. Warte mal, wenn ich. Nee, das ist doch nicht. Warte, pass auf, ich mach mal Folgendes. Ich nehme mal das hier und dann. Wie war denn das mit Werfen? Geh. Das Spiel macht mich fertig, ey. Achtung, pass auf! Ich klipp dich raus. Hat's geklappt? Nee. Nee. Warte mal, aber ich kann. Ich klipp das Auto weg, pass auf. Nein, hör auf! Du bist unter dem Auto. Wir können Folgendes machen: Wir können reisen. Komm doch mal raus da! Stell ihn nicht so an! Oder wir müssen schnell reisen. Ich kann dich tragen. Nee. Nee. Geh du doch. Mach du doch bitte mal schnell reisen irgendwo hin. Ich komme hinterher. Ja, warte mal. Ja. Warum machst du das? Okay, schnell reisen. Ich reise schnell. Oh, wir sind im Kampf. Geht nicht. Warte mal, wir müssen warten, bis der dämliche Hubschrauber da weg ist. Okay, Hubschrauber ist weg.
immer noch Kampf? Was ist das? Wir müssen kurz warten. Ich werde nie wieder rauskommen. Na, das Dumme ist, ich kann nicht... Oh, ich bin draußen. Ja, so siehst du. Ich musste dich, bloß anschubsen. Oh, dieses Spiel ist wirklich... Der ich werde hier nie wieder rauskommen. So, ich mache jetzt erstmal Upgrades hier. Ich mache schon wieder 1000 Upgrades.